Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Thema Ventile und Ventildeckel ersetzen. Und zwar haben wir hier Ventildeckel gehabt, das waren diese. Die waren alle recht kaputt, das heißt, wenn man die zugedreht hat, ist der Stift des Ventiles reingegangen. Wenn man sie aber wieder geöffnet hat, ist der Ventildeckel respektive der Ventilstift nicht rausgekommen, was die Auswirkung hatte, dass kein Warmwasser bei uns oben durch die Räume lief. Das war nicht bei allen so, trotzdem haben wir die alten alle ersetzt. Die Ventildeckel haben wir weggenommen, dann haben wir diese Ventile ersetzt und hier ist es so, das ist von Giacomini. Hierfür benötigten wir dann ein Spezialwerkzeug, um diese hier rauszuschrauben. Hier drüben seht ihr die neuen, die haben wir dann dort reingemacht. Hier ist es wichtig, dass man zuerst diese zwei Hähnen hier abschaltet. Das ist jetzt hier der Fall. Dann haben wir eigentlich hier das Wasser abgelassen. Und sobald das Wasser abgelassen war, haben wir hier angefangen, ein Ventil nach dem anderen herauszuschrauben mit dem Spezialwerkzeug. Danach natürlich die neuen Ventile reindrehen und am Ende die Kappen, wo man das Ganze regeln kann, drauf tun. Hier ist es wichtig, dass ihr danach natürlich schaut, ob genug Wasser drin ist, respektive das neu befüllt. Das heißt, wir haben hier zwei Schläuche angehängt, einer befüllt, also Vor- und Rücklauf, beide in einen Abfluss und sobald dann Wasser kommt beim Rücklauf, hat man dann eigentlich wieder genug Wasser im System und kann dann auch diese zwei Hähnen am Ende wieder öffnen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr gerne schreiben. Hier bei Giacomini braucht es eben ein Spezialwerkzeug. Hätte man das bei einer anderen gemacht, zum Beispiel hier, hätte man das Ganze einfach von Hand rausschrauben können und ersetzen können. Das war hier nicht der Fall, da es eine ältere Gruppe ist. Haben wir hier nicht die komplette Gruppe ersetzt, sondern jedes einzelne Ventil und die Ventildeckel. So ist es so, dass dann wieder Wärme in die Räume kommt und man wieder jeden einzelnen Raum gut regeln kann. Und aus diesem Grund haben wir dann alle Ventile und alle Kappen ersetzt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Gerne auch über einen Comment. Und wenn ihr immer wieder Sachen über Haushalt und Haustechnik haben möchtet, wie ihr das selber machen könnt, dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ersetzen der Ventile und der Deckel.